Moin Moin und herzlich willkommen zu Brickbärts Bausteine Besprechung. Sie ist da, die Ideas mittelalterliche Schmiede. Ich habe sie aufgebaut, ich habe sehr viel Freude empfunden und ich stelle sie dir heute in diesem Review vor. Und los geht es! Ja, es hat lange gedauert, es war lange angekündigt und ich kam in den Genuss gestern zu diesem Set. Ich habe lange gebaut und jetzt steht sie hier fertig vor mir. Die mittelalterliche Schmiede mit der Setnummer 21325 von Lego. Kommt in einem starken Karton, in dem sich 14 Tüten befinden, mit einer Anleitung mit gut 300 Bauschritten. Und es macht einen wahnsinnigen Spaß, sie aufzubauen. Das muss ich wirklich sagen. Dabei sind 4 Figuren, ein kleiner Hund, ein Pferd. Es gibt ein Pferd, ein kleiner Wagen und noch diverse andere Dinge, die ich jetzt hier vorstellen möchte. Vielleicht noch mal ein paar kurze Hard Facts. Das ganze Set hat 2164 Bauteile, erscheint, das sieht man auch an der Box, in der 18 Plus Reihe und kostet etwa 150 Euro. Also ja, 150 Euro fast. 1 Cent weniger. Gut, wir gucken uns das Ganze an und ich denke, wir beginnen einmal bei dem weniger eindrucksvollen. Ich schiebe das mal so ein bisschen zur Seite. Und zwar gehen wir zu den Figuren. Hier fangen wir an mit einem kleinen lustigen Hündchen. Ja, das ist so eine Art Husky-Wolfshund, den kennt man schon auch aus den Arktisreihen. Schönes, schönes Teil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann kommen die 4 Figuren. Ein Schmied, eine Bogenschützin und 2 Adlerritter. Ja, die Adlerritter waren so ein Ding aus den 80er Jahren, die ich schon damals total toll fand. Ich gehe auch später noch mal kurz drauf ein. Und jetzt haben sie hier wieder ein Revival, auch mit einem Adlerschild. Insgesamt sind 3 von diesen Schildern bei dem Set dabei. Und die Figuren finde ich ganz hervorragend gestaltet. Ganz, ganz schön. Sehr, sehr gut gefällt mir auch der Schmied hier mit diesem dunkelorangefarbenen Bart, dem fröhlichen Gesicht und der Frisur mit Pferdeschwanz. Also, wenn man so ein paar Wikinger baut, es gab ja mal eine Vikings-Reihe von Lego, da ist man so ein bisschen enttäuscht, weil die haben natürlich diese Hörner am Helm, was historischer Unsinn ist. Und die Helme sehen auch, finde ich, nicht besonders gut aus. Da kann man hier Wikinger bauen mit wallendem Haar, wie man das so kennt. Und da ist natürlich so eine Frisur eine hervorragende Ergänzung. Auch hier die grauen Haare gefallen mir sehr, sehr gut. Das ist übrigens auch eine Frau, also es gibt 2 Frauen, 2 Männer. Ja, sollte man erwähnen. Gut, das ist das. Jetzt fällt dieses Ding ab hier. Dann haben wir hier einen, na, wir machen das mal so, fällt auch ab hier, einen ja, ganz standardmäßigen Wagen. An der Seite eine Lampe, hier ein Schild. Hier klötern noch 2 von diesen Topfhelmen drin rum. Ganzkörper, Ganzkopfhelm, Kopftopfhelme. Und wir haben ein Pferd. Jetzt einmal hier diesen Stein rein, sodass das dann ganz aussieht. Und es ist natürlich ein Pferd der neuen Bauart mit den anders gestalteten Beinen, mit der Möglichkeit eben sich auf die Hinterläufe zu stellen. Ich bin so glücklich über ein Pferd. Ich habe es gerade noch gesagt, in dem Video zu den Tieren, das ich gemacht habe, war es, glaube ich, dass ich möchte, dass Pferde kommen. Und schon gibt es ein Pferd. In Tannfarben, hier mit so Zaumzeug dran, ganz schön gestaltet. Auch das einmal zur Seite. So, wir kommen zum Hauptprojekt. Ich möchte auch so ein bisschen was am Ende des Videos nochmal zeigen, wie man die mittelalterliche Schmiede auch einbetten kann. Aber natürlich geht es tatsächlich um dieses Bauwerk hier und dem widmen wir uns jetzt. Einmal den Kram hier zur Seite. So, also das Ding ist wirklich deutlich größer, als ich ja gedacht habe anhand der Fotos. Die habe ich mir natürlich im Vorfeld vielfach angesehen und da wirkt das Set relativ klein und man sitzt da und denkt, 150 Euro, 2160 Teile, das ist ja so ungefähr vom Prinzip her wie so ein modulares Haus. Es ist nicht ganz so groß und wuchtig wie ein modulares Haus und es wird teilweise verschwenderisch gebaut. Darin gehen natürlich diese Teile dann auch drauf. Und dennoch ist es eben so, dass man das Gefühl hat, groß, ziemlich groß. Wir schauen uns das erstmal von außen an. Also, hier haben wir die Front. Ja, hier sieht man dann auch schon den Eingang in die Schmiede. Ach nee, der Eingang ist hier, so ein Unsinn. Hier haben wir die Treppe,
Hier ist doch der Eingang in die Schmiede. Dann haben wir hier so einen ganz kleinen Brunnen, ganz interessante Bautechnik. Und auch der Baum, der wird super spannend gebaut. Also es ist ein bisschen lästig, hier diese kleinen Dinger da zusammen zu friemeln. Der ist auch relativ stabil, obwohl da drin viel mit so interessanten Teilen gebaut wird, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass man die für so eine Konstruktion nutzen kann. Also das ist schon ganz interessant. Verschwendung hier, überall sind kleine Platten, Fliesen, Steine und vor allem Pflanzen. Das macht das Ganze total organisch und natürlich. Und es gibt in diesem Baumbauschritt ganz, ganz viele grüne Teile. Da haben wir dieses helle Grün, dieses mittlere Grün. Das ist ein Apfelbaum, da hängen auch einige Äpfel dran. Also das Ganze wirkt total, ja, romantisch. So wie man sich das Mittelalter ja heute vorstellt. Gelebt haben will da keiner. Außer wenn es so ist, aber es war nicht so. Insofern begnügen wir uns doch damit, das so darzustellen. Dann kommen wir hier zu dieser Seite. Hier haben wir die Schmiede mit einem Amboss, so ein Überstand. Und dann hier wunderbar bedruckt, ja, das Zeichen, hier ist die Schmiede. Es gibt nur Drucke in diesem Set, wenngleich nicht viele. Keine Aufkleber, kein Nonsens. Also es ist wirklich sehr, sehr hochwertig gestaltet. Was ich richtig gut finde, ist das hier. Hier ist ein Blasebalg. Ja, man muss ja Luft quasi in die Glut geben, damit die wieder anfeuert. Und dann muss man Kohlen nachschippen. Und hier hat man einen Leuchtstein verbaut, der das sozusagen realistisch darstellt. Ja? Also es kommt Luft rein und das Feuer, die Glut wird angefacht. So, dann haben wir hier auf der Seite einen kleinen Garten. Ne? Neben dem Blasebalg, hier ist noch ein Knochen für den Hund, der muss ja auch was zu essen haben. Und dann haben wir hier so einen kleinen Garten, da wächst ein Kürbis. Und hier was, irgendwas anderes, so ein Kohl oder auch ein Kürbis. Ich bin nicht so der Botaniker. Ganz schön. Das hier ist ein so ein Minifigurenkopf. Der ist monofarben quasi. Und das ist diese Farbe, dieses Orange-Gelb. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es den vorher schon mal gab. Ich glaube aber nicht. Darüber freue ich mich sehr, dass es diesen Kopf gab. Es ist ja auch schön, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Monofiguren, also zu versuchen, eine Figur in einem Farbton nur zusammenzustellen, ohne die Teile irgendwie anzusprühen, sondern wirklich zusammenzuklauben aus unterschiedlichen Sets. Das sieht doch ganz nett aus. So, dann haben wir hier diese schöne Konstruktion mit dem Holz, das hier so ein bisschen nach außen gewölbt wird. Ja, und auf dieser Seite, dann sieht man auch hier schön, weil das hier so durchgängig ist, das Fachwerk und unten eben diese Steinmauer. Genau, hier passiert nicht so viel. Da hätte man vielleicht noch so die ein oder andere Pflanze hinsetzen können. Aber es gibt auch ein paar Ersatzteile, da kann man sich auch bedienen. Ersatzteile zeige ich gleich noch. Genau, dann ist das Set, das Haus, modular. Das ist super, jetzt geht das Amboss hier kaputt. Und dementsprechend können wir auch gleich schön reinschauen. Ich baue mal diese beiden Module oben ab, sodass wir uns jetzt Stockwerk für Stockwerk abarbeiten. Und wir kommen natürlich, oder beginnen natürlich, einmal kurz zur Seite. Man muss ganz vorsichtig sein. Es ist stabil, also es ist nicht instabil, es fällt nicht irgendwie auseinander. Der Baum ist mir beim Zusammenbauen zweimal auseinandergefallen, aber ich habe ja so ein bisschen Paddelfinger und da passiert das. Und ansonsten ist das wunderbar. Und das ist ja auch eine Qualität von Lego, dass sie das hinkriegen, diese modularen Häuser so stabil zu bauen, dass, obwohl es hier dann nur noch ganz wenige Noppen gibt, dass das Ganze trotzdem super hält. So, wir schauen uns das Ganze mal näher an. Ah, ich kipp's mal so ein bisschen, in der Hoffnung, dass es jetzt nicht kaputt geht. Hier noch einmal das Feuer mit dem Blasebalg. Und dann sehen wir einen schönen Schmiedeinnenraum. Da ist auch wirklich alles dabei, was man braucht. Da gibt es Werkzeug, natürlich, das braucht's ja. Dann steht in der Mitte nochmal ein Amboss. Also das ist ein Schönwetter- und ein Schlechtwetterschmied. Also der kann dann außen arbeiten hier, zeige ich gleich nochmal, wenn ein gutes Wetter ist. Und hier innen kann er arbeiten, wenn das Wetter eben nicht so gut ist. Hier sieht man dann auch einen Harnisch an der Wand hängen. Da sieht man den Helm stehen. Ist übrigens ganz schön hier auch, finde ich. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Büste. Und das macht einen guten Eindruck. Also das finde ich richtig gut. So, hier nochmal diese Seite. Näher, so kann man das richtig sehen. Ah, nochmal mit Feuer. Oh, schön. Leuchtsteine. Also Leuchtsteine, ich habe ja eine Schwäche für so einen Quatsch. Ne? Das ist wirklich, wirklich toll. Die Tür gefällt mir auch sehr gut. Ja, die lässt sich hier so öffnen. Ja, der sollte die vielleicht mal ein bisschen ölen. Die Tür wird auch gebaut, also es ist kein festes Formteil und hat auch eine schöne Breite und Höhe. Also ich finde, das Verhältnis passt ganz gut. Gefällt mir außerordentlich gut. Also es ist wirklich, wirkt ganz, ganz stimmig, das Ganze. Und man hat eben überhaupt nicht das Gefühl, dass hier gespart wurde. Zu den Teilen im Einzelnen komme ich auch gleich nochmal. Ich möchte nur erst die einzelnen Stockwerke vorstellen. So, dann stellen wir das hier mal hier hin.
Und dann bauen wir auch das Dach einmal ab. Stellen das hier hin. So, kommen wir zum ersten Geschoss. Ja, das betritt man eben von der Treppe aus dann. Hier ist die Tür. Die Tür wird, ich glaube, sogar gleich gebaut wie unten. Sieht weiterhin sehr, sehr schön aus. Und kommt dann, klötert hier was? Nein. In einen Wohnraum. Tja, und ist der nicht schön? Voll ausgestattet, alles da, was man braucht. Besonders gut gefallen mir diese Stühle. Das ist super gemacht. Die haben als Lehnen in der Mitte so ein Bar und dann zwei quasi von diesen Handäxten, von diesen Beilen, die es auch im Lego-Portfolio schon Ewigkeiten gibt, in Schwarz. Das ist dann die Lehne. Und der Stuhl ist relativ breit. Also da passt auch ein dicker Moos drauf, ja, auf den Stuhl. Und er hat eine schöne Färbung. Über Farben brauchen wir nicht reden. Ja, das ist natürlich historisch völliger Unsinn. Aber das ist nicht schlimm. Es wirkt total stimmig und es passt super in die Lego-Welt. Auf dieser Seite hier, das ist auch nochmal ganz schön, ist der Kaminabzug. Das geht eben durch. Ich habe neulich den modularen Buchladen vorgestellt. Da habe ich dann gar nicht mehr erwähnt, dass der Schornstein gar nicht durchgeht. Das ist hier natürlich ganz wichtig. Der Schornstein geht durch. Ja? Das Ganze muss ja auch ein bisschen realistisch sein. Wenn unten ein Feuer ist, was zum Schmieden benutzt wird, und hier eine Feuerstelle, wo man dann ja irgendwas zum Essen zubereitet, und dann ist das herrlich hier. Da ist so ein Kessel, der hängt da so über dieser heißen Platte. Richtig gut. Da muss der Schornstein natürlich auch bis oben durchgehen. Ja. Was hier besonders schön ist und wo auch viele Steine dann draufgehen, ist das Fachwerk. Das hat Lego wirklich toll gelöst. Das Besondere oder das, was besonders schön aussieht, finde ich, ist ja immer, wenn das Fachwerk so ein bisschen raussteht, aber auch die Fenster dann eben nicht so wie platt eben verbaut sind mit einer normalen Wand aus normalen Steinen, die ja hier auch überall verbaut sind oder auch in Weiß, sondern dass das auch ein bisschen vorsteht. Hier zum Beispiel durch diese Fensterbank, ja, kann man auch rausgucken. Hallo. Und dann ist hier auch noch eine Treppe, die geht nach oben. Also das ist so ein Stockwerk, was total nett ist, so die Wohnräume, wo es eben das Utensil gibt zum Essen. Und noch schöner wird es aber dann auf dem Dach, finde ich. Also da bin ich ein wirklich großer Fan von. Und da habe ich dann auch wirklich gedacht, naja, da würdest du auch einziehen wollen. So, die Dachkonstruktion. Vielleicht ist das besser, wenn wir uns dem zunächst widmen, weil ich das dann auseinanderbaue. Die Dachkonstruktion wird am Ende, also in den Tüten 12 und 13, gebaut. Es gibt so kleine Teile, die werden auch vorher gebaut, logisch. Aber so wirklich diese Dachflächen, findet dann in der vorletzten und vorvorletzten Tüte statt. Und da wird wirklich verschwenderisch mit diesen Fliesen hier gearbeitet und mit vielen Platten. Das Ganze ist eine interessante Konstruktion. Ich zeige das gleich nochmal. Aber was mir besonders gut gefällt auf dieser Seite, ist der Schornstein einmal. Den finde ich wunderbar gestaltet. Und dann einmal noch dieses Gaubenfenster. Ja, hier ist so diese Gaube, die wird nachträglich reingesetzt. Man sieht es jetzt, wenn ich es abbaue. Also man nimmt hier, jetzt will ich nichts kaputt reißen, nimmt man diese Gaube raus, ja, die so vorsteht. Das ist stabil, obwohl es ein bisschen komisch aussieht. Und dann hat man hier den Schornstein. Ja, Herr Schornstein. Den nimmt man auch raus. Hier ist dann noch eine Feuerstelle. Das Feuer ist hier geblieben. Ja, das setzt man dann einfach so drauf. Dann stützt es das Dach auch noch ein bisschen. Aber es ist tatsächlich so, auf dieser Seite, das Dach hält sich selbst und man kann es dann so rausnehmen. Ja, ist dann im Endeffekt so ein Teil. Das hier ist noch stabiler, weil es eben keine Aussparung hat für Schornstein oder sonstiges. Das blendet immer so ein bisschen ins Licht. Entschuldigung. Auf der einen Seite und äquivalent dazu auf dieser Seite mit diesen Aussparungen für Schornstein und Gaube. Ja, man sieht, richtig stabil alles. Na, kann man gut machen. So, jetzt kommen wir in ein unglaublich gemütliches Schlafzimmer oder was auch immer. Also, da fällt natürlich als allererstes das Bett auf. Geräumig und groß. Auch wieder sehr, sehr schön in der Anlage. Total gemütlich. Und was ist das denn bitte? Wie gut ist das denn? Ich habe so ein bisschen überlegt, erst dachte ich, ja Mensch, ein Bärenfell. Nein, es ist kein Bärenfell. Dann habe ich gedacht, es ist ein Kuhfell. Und dann ist mir ganz klar geworden, was es sein muss. Nämlich natürlich das Fell eines Wildschweins. Ja, habe ich mich gleich daran erinnert. Ein Stoß, der einen wilden Eber aufgespießt hätte. Ja, der Schmied ist ein kräftiger Bursche und er hat wahrscheinlich einen solchen Stoß. Wobei ein Eber ist ja eigentlich ein männliches Hausschwein. Das männliche Wildschwein, wie heißt denn das eigentlich? Eber und Keiler. Der Keiler, genau, es ist der Keiler. Habe ich neulich schon mal lange drüber nachgedacht. Manchmal benutzt man ja Begriffe, die man sonst nicht so nutzt. Also hier das Keilerfell am Boden. Vielleicht ist es auch was anderes, aber für mich passt es am ehesten hier mit der Schnauze und mit hier diesem
Kopfteil. Also es ist so genial mit diesen Fliesen hier gelöst, das finde ich ganz hervorragend. Interessant ist auch, der Schmied scheint belesen zu sein. Hier haben wir eine kann man das sehen? Ja, ich sehe meinen Finger. Hier haben wir eine Schreibfeder, dann haben wir hier so einen Brief, so einen kleinen, was steht da drauf? Meine blinden Augen können es nicht lesen. Davor ist ein kleiner Schemel, also das ist hier so eine 1x2er-Fliese, die man auch kennt aus anderen Lego-Sets. Und dann haben wir hier eben auf dieser Seite noch diese kleine Feuerstelle, sodass es dann auch im tiefsten Winter muckelig warm ist. Das Dach ist nämlich so ein bisschen zugig, hat man vielleicht gerade gesehen. An der einen oder anderen Stelle müsste es mal general überholt werden. Ja, so. Super. Das sieht so gut aus. Kommen wir mal kurz zu den Teilen. Viele tolle Teile, kein Unfug, also keine blödsinnigen Farben, wo man sich dann denkt, warum muss das jetzt in der Farbe dabei sein? Das Ganze wirkt super organisch. Ich war so ein bisschen verwundert mit den weißen Steinen, aber das fügt sich richtig gut. Ich hole das mal hier wieder ran. Das fügt sich richtig gut mit diesen tenfarbenen Steinen zusammen. Sieht klasse aus. Was wir weiterhin haben, das ist so ein Teil, das kannte ich zumindest noch nicht. Gibt es wohl schon länger, habe ich dann auch gesehen. Huch, Blasebalg. Möchtest du deine Arbeit nicht tun? So, Blasebalg wieder dran. Das sind so Slopes, also so Schrägsteine, die so ganz flach zulaufen. Drei lang und dann im Endeffekt so ein bisschen wie die, nur eben in flach. Ich weiß gar nicht, wo der verbaut ist. Ein Baum irgendwo, glaube ich. Aber gut, die kannte ich auch noch nicht. Und was dann, was ich wirklich toll finde, was auch richtig gut aussieht, sind diese großen 3x3er Fliesen. Hier in diesem Medium-Nougat-Ton. Davon sind irgendwie zwei oder drei, ich weiß es gar nicht, dabei. Zwei oder drei dabei. Ein Reim am Abend. Ja, super. Also das Ganze gefällt mir unglaublich gut. Wir sind noch nicht am Ende. Ich möchte das ganz kurz einmal wieder zusammensetzen hier. Und nochmal die Figuren auch dazu holen, um dem Ganzen so ein Panorama auch nochmal zu geben. Und dann ist es natürlich schön, was macht man jetzt mit diesem Set? Man hat eine wunderbare mittelalterliche Schmiede. Die kann man sich irgendwo hinstellen. Klar, kann man angucken, insbesondere die Mittelalter-Fans. Ich bin ja so ein Mittelalter-Fan. Burgen, hervorragend. Wir brauchen Burgen. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Und dementsprechend, jetzt will diese Dachgaube hier nicht sitzen. Warum willst du nicht sitzen, Dachgaube? Was stimmt mit dir nicht? Ach so, siehst du, das ist ein Scharnier. Das habe ich ganz vergessen. So, und das Scharnier wieder ran. Zack, und das Dach draufgesetzt. So. Ja, jeder hat ja so seine Schokoladenseite, habe ich mal gehört. Ich glaube, die Schokoladenseite vom Haus zumindest ist das hier, ne? Mit diesem Schornstein und der Gaube. Guckt euch die Gaube an, sieht super aus. Auch hier diese Holme oder wie die Dinger heißen. Und die Konstruktion hier, die finde ich auch richtig gut. Das hier ist so ein Schild, so ein Dreieck mit so einem Haken dahinter. Hier an der Seite laufen die kleinen Dachdinger. Und das hier ist wirklich so eine einmal breite Stein. Und also dieses herausstehende Erkerchen sieht unglaublich gut aus. Also, was machen wir mit dem Set? Wir integrieren es natürlich in ein anderes Panorama. Und zwar machen wir das so. Ich will nur mal zeigen, was es so für Möglichkeiten gibt. Ich habe ja vorgestellt in einem anderen Video diesen Baum. Das sind keine Lego-Steine, das ist Blue Bricks, das sind also andere Klemmbausteine. Der Fachmann, die Fachfrau, erkennt selbstverständlich den Unterschied. So, und jetzt passt mal auf, wie das aussieht. Ist das nicht herrlich? Das sieht so gut aus. Es passt so gut zusammen. Im Eichenvideo habe ich gesagt, man braucht Eichen. Und man kann natürlich diese Steine wunderbar kombinieren. Man kann natürlich auch aus Lego-Steinen, Lego hat ja auch viele Sets, wo es diese Limp-Elemente gibt, kann man natürlich auch bauen. Ich habe den jetzt gerade da und sieht super aus. Und ich habe auch einen kleinen Baum aus Lego-Steinen hier. Der ist leider von hinten ein bisschen zerbrochen. Den tun wir deswegen mal so ein bisschen hier hinten verstecken. So, also haben wir noch einen Baum. Dann haben wir so ein kleines Feld. Irgendwovon muss sich ja auch die Familie Schmied ein bisschen ernähren. Wo kommt das Feld hin? Einmal auf die Seite. Ich hatte es vorhin anders irgendwie, aber jetzt. So, hier haben wir ein Feld. Sehr gut. Und dann haben wir hier noch ein Feld. Das setzen wir mal hier hin. So, dann kommt der Wagen angetrabt. Und dann kommt ein Pferd dazu getrabt. Sieht man jetzt gar nicht mehr. Ja, hier hin. Ich habe hier nicht so viel Platz. Und dann integriert man die Figuren. Und wenn man möchte, noch mehr. Da hinten, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, steht so eine Art Turm. Der passt auch super dazu.
Da kann man sich eine richtige Mittelalterwelt bauen. Und man sieht, die Mittelalterwelt ist so prächtig, da sieht man Brickbert fast schon gar nicht mehr. Ich verstecke mich einfach hinter diesem Haus, weil es so schön aussieht. Ja, eine hervorragende Schmiede. Natürlich muss man insgesamt gucken. Der Preis ist relativ hoch, 150 Euro ist viel Geld. 2164 Teile sind aber auch viele Steine. Teile sind Steine, Steine sind Steine, ja, whatever. Und wir haben gute Figuren. Wir haben viele Fliesen. Ich baue gerne Fliesen und ich baue gerne Steine. Platten sind nicht so meins. Es sind viele Platten dabei, die man natürlich braucht, zwecks Stabilität, die man auch braucht, um bestimmte Unterschiede, bestimmte Höhen klar zu machen. Wir haben ganz wunderbar gestaltete Figuren. Ja, habe ich schon gezeigt. Und jetzt schieben wir das Feld einmal noch zur Seite, weil ich eine Sache noch zeigen muss. So, jetzt habe ich extra hier was vorbereitet. Der Adlerritter. Einer meiner Lieblingsritter aus Kindertagen. Mit einem Schild, einem Schwert, einer Frisur und so einem interessanten Schulterpanzer. So sieht er 2021 aus. Dann gab es von der Kingdoms-Reihe ja mal einen Turnierplatz. So hieß das Set, glaube ich. Das war so ein Set, das erschien später als die eigentliche Reihe. Da war ein Reiter dabei, auch ein Adler. Was habe ich mich damals gefreut. Auch hier mit so einem Topfhelm, nur hier eben in einem dunklen. Ich glaube, das ist dieses Pearl Dark Ray, auch mit Adlerschild. Das sieht dem anderen relativ ähnlich. Und dann haben wir natürlich den klassischen Adlerritter. Der sieht so aus. Evolution der Adlerritter. Ich stelle die drei Zeitgenossen. Ach, man muss ja nicht immer die Zeitgenossen nehmen. Der hatte das Adlerschild, deswegen habe ich den genommen. Nehmen wir mal die Zeitgenössin. Andersrum. Du hier hin und du kommst mal in die Mitte. So. Ja, sieht man so ganz gut, ne? Evolution der Adlerritter. Ich hätte mich auch über Löwenritter oder über Drachenritter gefreut, aber irgendwie sind Adlerritter doch schon was Besonderes. Es liegt vielleicht daran, dass ich bis heute nie eine Adlerritterburg besessen habe. Es gab ja zwei. Ein wunderbar gestaltetes, super organisches Set, was sich sehr, sehr schön integrieren lässt in bestehende Landschaften, wo nicht gekleckert, sondern geklotzt wird in vielerlei Hinsicht. Man muss sich das allein hier nur mal angucken. Das sieht sehr, sehr schön aus. Tolle Figuren. Ein Pferd. Wo ist das Pferd? Es ist ein Pferd. Ein tannfarbenes Pferd. Gab es schon mal ein tannfarbenes Pferd? Ich glaube nicht. Es gibt ein Pferd. Rechtfertigt keine 150 Euro. Aber es ist ja nur ein Teil des Sets. Der Zusammenbau macht richtig viel Spaß. Also ich fand den super vielseitig einfach. Tolle Innenraumgestaltung. Überhaupt kein Blödsinn. Tja, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich bewerte diese mittelalterliche Schmiede mit der Nummer 21325 mit 3 Brickbärten. Und dann wurde ich gefragt, wie viele Brickbärte gibt es eigentlich überhaupt? Ja, 3 soll es sein. Aber wenn ich mich allzu sehr festlege, dann kann ich nicht auch mal 150 geben. 150 ist das Set nicht wert. Dafür ist es mir auch zu teuer. Aber das sind auf jeden Fall 3 hochverdiente Brickbärte. Ich hoffe, du hast was mitnehmen können. Vielleicht hat es auch was dazu beigetragen, dass du jetzt sagst, ich kaufe das Set oder ich kaufe das Set nicht. Mir hat es jedenfalls unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen zu hören, wie es dir gefallen hat, das Set zu bauen und wie du das Set bewertest. Schreib mir einfach in die Kommentare, wir können uns darüber austauschen und das belebt ja nur die Community. Gut, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, freue ich mich und ich hoffe, du hattest an diesem Video auch ein bisschen Freude und ich sage, kleiner Adlerritter, bis denn bei Brickbert. Und im Übrigen meine ich, dass Lego mehr Burgen herausbringen sollte.